Sie haben eine Zulassung als Privatdetektivin zu Ihrem 18. Geburtstag erhalten? Was sagt das über eine Person aus? Zwangsgestört, obsessive Persönlichkeit, aber so bin ich nicht mehr. Meine Tochter, die gefragte New Yorker Anwältin. Du bist zu großem bestimmt. Ich habe dich etwas idealisiert. Sie bezweifeln, dass ich eine so außergewöhnliche Kreatur gefunden habe. Die Behörden werden den Tod der Sängerin als ein Tötungsdelikt und konzentrieren ihre Ermittlungen auf Ex-Freund Logan Echols. Ich brauche deine Hilfe, Veronica. Solche Jobs mache ich nicht mehr. Was soll das? Ich habe der Agentur klar gesagt, ich will eine devote Brünette haben. Dick. Hey, Logan, die Kleine, die dir überall entfolgt ist hier. 9 Jahre Funkstille und trotzdem wusste ich, dass ich auf dich zählen kann. Wir werden zum Klassentreffen gehen. Ich bin schockiert, dass du überhaupt hier bist. Ich wusste, du würdest hier sein. Du sitzt hier schon seit dem Abschluss, nicht wahr? Veronica Mars. Seht mal, wer da ist. Die eifrigste Bloggerin und die schlimmste Spaßbremse. Und dich habe ich schon gesucht, Mr. Schnapsnase. Weise den Weg zur Bar. Wie geht? Nein. Das ist alles zum Susan Knight-Fall. Woher hast du das? Man sollte meinen, du wüsstest, dass Einbruch eine Straftat ist. Die Kapitalverbrechen kannte ich vor den Bundesstaaten. Wirst du mich jetzt fragen, ob ich es getan habe? Ich wäre nicht hier, wenn ich das denken würde. Amerika hält ihn für schuldig. Und das reicht mir völlig. Ich weiß, Logan ist charmant, aber er hat auch eine Schattenseite. Hier ist nur viel los. Ich konnte nicht weg. Klar konntest du. Warte. Geh nicht. Ich bin an etwas dran, Dad. An was Großem. Das ist die Spitze des Eisbergs. Die sind alle gekauft. Veronica, was du auch vorhast. Bitte sei vorsichtig. Was willst du denn machen? Mich mit deinem Elektroschocker umnieten? Wird das nicht langsam öde? War das originell genug für dich?